Hey, ho Kartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Video heute für euch am Start. Es ist mal wieder Dienstag und das heißt natürlich Update-Tag. Für uns ein Grund zur Freude, denn wir können uns über eine neue legendäre Kopfgeldjagd zuerst mal freuen. Die seht ihr hier gerade im Hintergrund, während ich euch den Newsware-Artikel vorlese. Der ist gerade auf Deutsch übersetzt worden. Ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr selber mitlesen wollt. Also, wir haben Cecil C. Tucker, Brandstifter und Mörder auf der Flucht, die neue legendäre Kopfgeldjagd sowie rollenspezifische Belohnungen und Vorteile, Rabatte und mehr. Wir können uns also auf ein bisschen was freuen diese Woche. Es ist nicht ganz so umfangreich, wie ich es mir gewünscht hätte, aber noch in Ordnung für so eine Übergangsperiode. Und wir bekommen ein ganz wichtiges Datum nochmal hundertprozentig bestätigt, nämlich wann der Outlaw Pass zu Ende geht. Und darüber sprechen wir gleich. Wir fangen erstmal mit der Kopfgeldjagd an. Cecil C. Tucker ist erst 20 Jahre alt, aber bereits ein bekannter Brandstifter und Mörder. Er wird gesucht, weil er in den Slums von Saint-Denis einige Häuser in Brand gesteckt hat. Auf der Flucht hat sich Tucker mit einigen Taugenichtsen der Lemoyne-Räuber verbündet. Zuletzt wurde er dabei gesichtet, wie er Fort Brennand nördlich von Saint-Denis betreten hat. Lizenzierte Kopfgeldjäger können diese legendäre Kopfgeldjagd in Angriff nehmen, indem sie sich zur nächstgelegenen Steckbrieftafel begeben, die auf der Karte angezeigt wird. Kurze Zeit nach dem Abschluss einer legendären Kopfgeldjagd erscheint sie erneut an der Steckbrieftafel und kann mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad nochmal gespielt werden. Der Schwierigkeitsgrad wird durch die Sterne auf dem Steckbrief angezeigt. Also hier nochmal ganz deutlich gesagt, es ist so, dass wenn ihr die Kopfgeldjagd erstmal auf Stern 1 abgeschlossen habt, egal ob ihr oder ein Kollege von euch, dann bekommt ihr im Trupp auch die Möglichkeit, das Ganze auf Stufe 2 zu machen. Auf Stufe 3, auf Stufe 4 und Stufe 5 ist dann das Maximum. Stufe 4 und 5 sind sowieso schon schwieriger, weil man da gar keine Teamleben mehr hat. Das heißt, sobald einer stirbt, muss die komplette Mission von neu angefangen werden. Aber zusätzlich dazu kommt meistens noch, dass man zum Beispiel mehrere Leute auf einmal abgeben muss. Zumindest war es beim letzten Mal so. Eigentlich ist es immer so, wenn man nur ein Kopfgeldziel hat, dass auf Stufe 4 und 5 dann drei Kopfgeldziele daraus werden. Was alleine dadurch schon schwieriger ist, dass man drei Leute lebendig abgeben muss, was schon nicht so einfach ist. Und auf Stufe 5 ist es dann auch noch manchmal so, dass man zum Beispiel die NPCs unten auf der Minimap nicht mehr sieht, wodurch man schon echt guten Überblick haben muss und vor allem bei Nacht oder schlechter Sicht nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit dadurch hat, aber dafür kommen dann meistens nochmal extra Videos und Guides von mir. Aber machen wir an der Stelle erstmal weiter mit dem Newswire-Artikel. Als fortlaufendes Element von Frontier Pursuits gibt es oftmals rollenspezifische Belohnungen für alle, die die Pfade des Kopfgeldjägers, Händlers und des Sammlers eingeschlagen haben. In dieser Woche erhalten lizenzierte Kopfgeldjäger 5 Verfolgungspfeile, Händler 5 starke Raubtierköder und 5 starke Pflanzenfresserköder und Sammler bekommen 3 sammelbare Münzen. Was ganz cool ist, vor allem bei mir, ich habe die schon bekommen, die Münzen, und ich habe zum Beispiel welche bekommen, die ich noch gar nicht hatte in der Sammlung. Ich hatte erst 12 von 15 und einmal 14 von 15, was mich super gefreut hat, weil ich dann anscheinend 2 bekommen habe, die ich noch nicht hatte. Weiß natürlich nicht, ob man immer welche bekommt, die man noch nicht hat, oder einfach irgendwelche 3 Randoms. Kann ich natürlich schwer austesten, weil ich sie, wie gesagt, schon bekommen habe. Die Sachen vom Händler, naja, Pflanzenfresserköder, Raubtierköder, benutze ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, weil ich schon den Inventar damit voll habe. Und die Verfolgungsfalle sind ziemlich cool vom Kopfgeldjäger, da braucht man die Broschüre nicht extra kaufen. Außerdem werdet ihr für den Abschluss einer 3-tägigen Tagesherausforderungsserie mit einer exklusiven Farbvariante des Fallwell-Huts belohnt. Alle Geschenke solltet ihr innerhalb von 24 Stunden nach dem Spielen von Red Dead Online erhalten. Wie gesagt, bei mir war es sogar nach 5 Minuten, nachdem ich eingeloggt war mit den Münzen so. Das mit den Münzen finde ich sowieso cool. Umgerechnet $50, dem geschenkten Gaul schaut man sicher nicht ins Maul. Auch die Versorgungspfeile sind cool, Verfolgungspfeile, sorry. Und das mit dem Händler ist, wie gesagt, so lala. Aber auf jeden Fall die 3-tägige Rollen-Herausforderungsserie. Damit ist gemeint, dass man einfach von den Rollen-Tageszielen jeweils an einem Tag 3 Tage hintereinander mindestens eins macht. Das würde ich euch übrigens ohnehin empfehlen, das zu machen. Die täglichen Herausforderungen bringen nämlich mit das meiste Gold, was ihr überhaupt machen könnt in Red Dead Online und das für die wenigste Arbeit und Zeit, die ihr investiert. Also eigentlich lohnt sich das übertrieben. In dieser Woche erscheint auch eine Reihe von Items auf Xbox, wie die neue Lagerhundrasse American Foxhound, neue Fähigkeitskarten Revolver Heldenhaft in der Überzahl und Reite wieder Wind, sowie das Emote Schuss ins Blaue. Beim Durchstöbern des Katalogs von Wheeler, Rawson und Co. finden Xbox One-Spieler auch neue Kleidungsstücke. Den Kerrigan-Hut aus Filz, die ledernen Burnham-Stiefel und die mit Pelz besetzten Avery-Handschuhe. Der Kerrigan-Hut ist ganz cool, die Lager und Rasse American Foxhound, die Fähigkeitskarten und so weiter, das habe ich alles schon mal gezeigt, damals als das neue Update rausgekommen ist, denn da war das schon für die PS4 verfügbar, also PS4-Spieler bekommen hier absolut nichts Neues. Das ist einfach nur Kram, der zeitexklusiv für ungefähr einen Monat auf der PS4 war, den jetzt auch Xbox-Spieler bekommen. Schade natürlich, dass sie darauf einen Monat warten mussten, aber immerhin kann ich das jetzt als Ausrede dafür benutzen, dass ich so lange mit meinem Fähigkeitskartenvideo gewartet habe. Natürlich nur, damit die Xbox One-Spieler auch endlich nachvollziehen können, von welchen Karten ich da spreche, damit sie betrachten, kaufen und ausprobieren können.
Gute Schützen, die ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen wollen, können sich in verschiedene Modi mit freien Zielen stürzen. Darunter in die präsentierte Serie diese Woche Last Stand. Messt euch in diesem jeder gegen jeden Blutbad ohne einfachen Ausweg und bleibt am Ende als letzter überlebender Revolverheld übrig, um die Partie zu gewinnen. Scharfschützen können sich bis zum 21. Oktober auch an den Varianten Shootout, Eroberungs- und Eliminierungsserie mit freien Zielen versuchen. Also eigentlich alles außer die Reitserie. Wirklich ziemlich cool. Also wenn ihr Verfechter von Free-Aim-Lobbys seid, jetzt könnt ihr wirklich mal alle PvP-Modi darin ausprobieren. Und das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Aber meiner Ansicht nach müsste immer noch eine Deadeye-Karte unbedingt daraus entfernt werden. Und zwar Painted Black. Die macht es einfach unsinnig, dass man trotzdem freies Zielen darin verwenden kann. Weil die einfach dafür sorgt, dass man quasi Lock-On hat. Naja, machen wir mal weiter. Spart 25% auf alle Rollengegenstände der Stufe angehend, darunter einige besonders nützliche Sachen wie das versteckte Lasso für den Kopfgeldjäger, um hartnäckige Zielpersonen zu fesseln, den pennigten Feldspaten für den Sammler, um vergrabene Schätze unter Häufen aufgewühlter Erde auszugraben, oder den Suppentopf für das Lager des Händlers, samt Rezepten, die goldenen Kerle verleihen. Büchsenmacher gewähren außerdem 50% auf alle Pistolen, Revolver, Repetiergewehre, Schrotflinte und auf Gewehrmunition, inklusive Hochgeschwindigkeits- und Expresspatronen. Das klingt jetzt hier so, als ob die ganzen Pistolen, Gewehre und so weiter auch 50% haben, aber ich glaube, damit ist es wirklich nur die Munition gemeint. Müsste ich mal ausprobieren, ich habe die meisten Waffen eh gekauft, aber das wäre auf jeden Fall um einiges besser, wenn nicht nur die Munition, die eh nur 60 Cent kostet, reduziert wäre, sondern auch noch die Waffen. Reddit Online-Spieler, die ihr Social Club-Konto mit Twitch Prime verbunden haben, erhalten wie immer die Kopfgeldjäger-Lizenz kostenlos und 10% zusätzlichen Rabatt auf die oben aufgelisteten Angebote, also 60% auf die ganze Munition und nochmal 35% als nur 25% auf die Rollengegenstände der Stufe angehend. Das ist übrigens nur eine gewisse Stufe. Angehend ist das von 5 bis 10 oder ist es von 0 bis 5? Das verstärkte Lasso, nee, das müsste von 0 bis 5 sein, das kann man ja von Anfang an kaufen, genauso wie den Suppentopf. Ich meine, diese Sachen kosten sehr, sehr viel. Deswegen ist 25% schon eine Menge. Beim Suppentopf, der kostet ja, glaube ich, über $600, ist es mehr als $100 Reduzierung. Sogar knapp 150 bis $200. Das kann man schon mal mitnehmen. Ist nicht schlecht, wenn ihr das noch nicht gekauft habt. Vor allem den Suppentopf, der ist ja wirklich nicht unbedingt nötig. Der Feldspaten ist meiner Meinung nach die beste Investition, die ihr machen könnt. Falls ihr den noch nicht gekauft habt, jetzt ist eure Chance, da nochmal ein bisschen Rabatt draufzuschlagen. Alle PS4-Spieler, die ein PlayStation Plus Abonnement haben, was man sowieso braucht, um online zu spielen, können sich bis zum 4. November einloggen, um eine exklusive Farbvariante der Killiman-Weste zu bekommen. Außerdem zur Erinnerung, Mitglieder des Wheeler Raws und Co-Clubs, die sich für den Outlaw Pass entschieden haben, haben nur noch bis zum 18. November Zeit, alle 70 Ränge freizuschalten. Um allen Outlaw Pass Besitzern die Gelegenheit zu geben, alle Belohnungen zu erhalten, bevor sie wieder verschwinden, können alle Spieler nun den nächsten Clubrang für jeweils einen Goldbarren freischalten. Also so wie bei Fortnite, so wie bei Apex, so wie eigentlich bei jedem Battle Pass gibt es nun auch die Möglichkeit, jeweils eine Stufe zu kaufen. Natürlich nicht für Dollar, sondern mal wieder für Echtgeldwährung, also für Gold. Immerhin nur einen Goldbarren. Trotzdem, ihr solltet das absolut nicht nutzen, nur wenn ihr in absolute Zeitbedrängnis kommt. Und jetzt ist das Interessante, am 4. November kommt die PC-Version raus und am 18. November kommt erst der neue Outlaw Pass. Das heißt, PC-Spieler haben einfach nur 2 Wochen Zeit, den Outlaw Pass komplett voll zu machen. Und wenn man da nicht jeden Tag spielen kann, dann wird es mit den 2 Wochen echt knapp. Natürlich machen sie da wieder mal eine Möglichkeit rein für Echtgeldkäufe. Bisschen doof, ich hätte erwartet, dass sie einfach den 4. November nutzen, um einen neuen Outlaw Pass zu bringen. Auch wenn sie den 18. November schon ganz am Anfang mal angekündigt haben, hätte man ja trotzdem ändern können. Denn hätte wirklich jeder von wieder null angefangen mit einem neuen Outlaw Pass. So ist es jetzt so, dass die PC-Spieler einfach nur 2 Wochen haben und sich ein bisschen bedrängt fühlen. Also ich finde das nicht so cool mit so einer Zeitbedrängnis. Und 2 Wochen ist echt für den Outlaw Pass nicht besonders viel. Kann man auf jeden Fall schaffen. Versteht mich nicht falsch. Ich habe es auch geschafft, ich glaube in 1,5 Wochen. Aber ich habe auch so gut wie jeden Tag gespielt, 2-3 Stunden. Wenn man dieses Zeitfenster nicht hat, dann wird es echt ein bisschen knapp. Naja, das war es auf jeden Fall zu dieser Woche. Ein ganz schönes Update, finde ich. Vor allem die legendäre Kopfgeldjagd, wie gesagt. Stufe 4, 5 und die wöchentliche Kollektion, von der komischerweise diesmal gar nicht die Rede war in dieser Woche. Die wird auf jeden Fall auch mal wieder Thema sein in den nächsten Tagen. Und ich würde mich an der Stelle erstmal verabschieden, aber natürlich werden zunächst die ganzen Kartoffelkönige und Königinnen gegrüßt, die eine exklusive Mitgliedschaft bei mir haben, also auf dem höchsten Rang quasi sind. Annika, The Prophet, Achim, Stefan Sandmeier, Herr Mo, Üsentrieb und The Joker. Vielen Dank an euch und ich verabschiede mich, wie gesagt, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Cut und ciao. Boom, ba-ba-dam, boom.
Ba-ba-dam-bam. United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.